Dieses Video wird euch präsentiert vom größten Gewinnspiel aller Zeiten. In Zusammenarbeit mit Boostbox könnt ihr den besten Gaming-PC aus der Keystrore-Linie gewinnen, den Sir Keystrore mit einer RTX 4090, einem Intel i9. Alle Informationen dazu in der Videobeschreibung. Willkommen zurück zu einer weiteren waldigen Folge Hogwarts Legacy. Freut mich, dass du da draußen wieder mit im Busch bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Gewinnspiel läuft, ihr könnt dieses Spiel hier gewinnen für PC, PlayStation oder die gute alte Xbox. Einfach nur bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen. Hätte nie gedacht, dass Voldemorts-Anhänger so weit gehen. Verzeihung, ist alles in Ordnung? Wohl kaum. Ich habe mein Geschäft und beinahe mein Leben verloren. Sehen Sie sich woanders um. Ich habe nichts mehr zu verkaufen. Ich hätte nie gedacht, dass das passiert. Sehen Sie sich vor. Ranrock und seine Anhänger verschonen niemanden. Sie griffen an? Ranrock hat keine Geduld für Kobolde, die ihm nicht folgen. Zwar möchte ich auch eine Gleichbehandlung der Kobolde erreichen, doch ist Gewalt niemals die Lösung. Als ich ihnen das sagte, wandten sie sich gegen mich, schlugen mich fast bewusstlos, nahmen meine Karren, mein Hab und Gut, selbst das Allerwertvollste, meine Bilder. Haben Ranrocks Leute schon einmal angegriffen? Sie haben mich nun eine ganze Zeit verspottet und bedroht. Aber sie haben schon immer geglaubt, nur mit Gewalt ihre Ziele zu erreichen. In letzter Zeit wurde es immer ungemütlicher. Ranrock wird immer mächtiger und seine Anhänger wissen es auch. Sie fühlen sich unbezwingbar. Ranrock dachte, alle Kobolde würden ihm bereitwillig folgen. Doch er lag falsch. Viele von uns möchten die Streitereien mit den Zauberern diplomatisch beilegen. Sie sagten, dass Ihre Bilder gestohlen wurden. Sind Sie Maler? Ganz recht. Das ist meine Berufung. Auch wenn sie zu einem Kobold schlecht zu passen scheint. Die meisten in meiner Familie arbeiten mit Metall oder für Gringotts. Ich verwette meinen besten Pinsel, dass Ranrocks Leute kein Verständnis für meine Werke haben und sie bei erster Gelegenheit verbrennen. Wer weiß, wann ich ohne meine Karren und meinen Lebensunterhalt wieder malen kann. Das tut mir leid. Ich werde mich auf jeden Fall nach den Karren umsehen. Das ist sehr nett von Ihnen, aber ich glaube, Sie haben sie in Ihr Lager im Südwesten hinter den Ruinen gebracht. Da ist es zu gefährlich, um sie zurückzuholen. Ich habe die Karren allerdings verzaubert, zu mir zurückzukehren, falls ich sie verliere. So unwahrscheinlich es sein mag, hoffe ich doch, dass mein Hab und Gut den Weg zu mir zurückfindet. Ich kümmere mich drum. Es war schön, Sie kennenzulernen. Ach, wäre es nur unter besseren Umständen gewesen. Easy. Lumos. Ich regel das. Nach dem, was Ranrock dem Koboldbankier bei Gringotts angetan hat, sollte mich das mit Arn nicht überraschen. Ich regel das, mein Freund. Dein Karren kommt zurück. Deine Gemälde kommt zurück. Guck mal, hier draußen rennen auch Leute rum. Guten Abend. Hallo. Ja. Man sieht aber auch wohl irgendwie Spuren von Gegnern. Und zwar, warte mal, hier ist irgendwas. Was ist das denn? Eine Seite schwarzer Hybrid. Der schwarze Hybride ist ein großer Drache, der über 9 Meter lang werden kann. Eine große, grobe Schuppe, die ursprünglich zu einem dieser Tierwesen gehörte, zählt zu den wertvollsten Besitztümern, die Archie Bickle in seinem Versteck aufbewahrt. Kann ich die Schuppe vielleicht klauen? Kreuzspinne. Alright, Killerspin. Level 10, Killerspin. Akio. Incendio. Oh, das mögen die gar nicht, ne? Okay, ich habe wieder was gelernt. Spinnen mögen es gar nicht, wenn man sie anzündet. Du bist widerlich. Ein Fangzahn von der Spinne habe ich gefunden. Okay, wir sind zum allerersten Mal nachts unterwegs und direkt hier Killerspinnen und Fangzähne. Hinter den Ruinen. Hier bin ich richtig. Das alles nur für so einen Koboldkarren. Okay, die geben 10 Erfahrungspunkte. Und vielleicht, wenn man ein bisschen Glück hat, noch so einen kleinen Fangzahn. So gesehen, lohnt sich. Warte, hier oben ist noch irgendwas?
Gibt's hier nur riesige Killerspinnen, oder? Ich würde sagen, dass eine... Boah, was sind das für Dudes? Spurensucher! Protego! Okay, Wolf. Straßenköder. Du solltest fliehen. Irgendwann wirst du kämpfen müssen. Kleine Heilung. Du wagst es, meine Leute zu töten? Du wirst sterben! Protego! Incendio! Du! Yes! Die Tierwesen sind jetzt sicher. Okay, die geben sogar Handschuhe. Ich habe das natürlich nur für die Tierwesen gemacht. Nur für die Tierwesen. Alles andere, hey. Ich leide für die Tiere. Meine Brüder arbeitet bei Gringotts. Für kein Geld der Welt würde ich den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen. Ein Lager. Das muss es sein. Akio. Incendio. Bam. Okay, das sind irgendwelche gepanzerten Killer-Kobolde. Offenbar gibt es mehrere Wege hinein. Nun, ich wähle den Weg des Krieges. Kann ich irgendwie drüber jumpen? Nee, ne? Bring mir ein Dutzend Menschen zum Kämpfen. Die erledige ich alle. Menschen laufen immer weg, wenn sie mich sehen. Guten Morgen. Ich komme einfach mal rein, ne? Protego, ich glaube, du weißt nicht, mit wem du es zu tun hast. Oh, was ist das? Okay, der ist schon erledigt. Obwohl, nee, warte, da oben ist noch einer. Wow, die können sich teleportieren? Oh mein Gott. Ich werde dich ruhen, bis du tot bist. Wie viele sind denn hier noch? Achtung. Alter. Incendio. Akio. Bams. Und weg. Wow. Ey, Alter, die Finisher sind schon böse. Nicht ganz. Ja. Incendio. Ey, das sind richtig viele. War das schon alles? Moment. Moment. Heilung. Wir, bitteschön. Nicht ganz. Du kannst uns nicht aufhalten. Wow. Leviosa. Incendio. Gemüse besiegt zu werden. Leviosa. Ich werde nicht... Boah, die haben mir gerade eben ganz schön Stress gemacht. Das überlebst du nicht, junger Mensch. Wo ist der Dude denn? Der hängt irgendwo da oben. Und fühlt sich verdammt sicher. Was für eine Idioso. Damit kommst du nicht davon. Er lebt noch. Oben ist noch irgendwo einer. Das Koboldlager aus der Hölle. Renrock wird uns vereinen. Ist er immer noch da oben am Leben? Nein, der da hinten shootet noch. Renrock hält niemand auf. Aber ich krieg den nicht. So. Okay, und jetzt noch den anderen da hinten. Ist der hinter den Zaun geplumpst? Cooles Lager, Jungs. Cooles Lager. Was ist das denn hier? Was haben wir denn hier? Okay, wir sollen
den Karren aus dem Lager befreien. Okay. Da hinten ist eine Kiste. So, da hat es einen Hut gegeben. Vielleicht muss ich den da hinten wirklich noch töten. Vielleicht ist das das Problem. Das war gar nicht schlecht. Ja, das war's. Und jetzt zu Arns Karren. Das war's, der musste weg. Revelio. Das hier drüben ist ein Karren, aber nicht der Karren, den wir suchen. Da sehe ich einen Karren. So, hier ist noch was. Tolle Verzauberung. Die Karren kehren zu Arn zurück? Ja, cool. Das klappt ja wirklich. Ja, nice. Ey, Jungs, nehmt ihr mich mit? Nee, leider nicht. Das wäre echt cool gewesen. Okay, wir müssen die nicht begleiten. Die machen das alles automatisch. Wir können jetzt easy zurücksteppen. Aber hier drüben ist auch noch ein Symbol. Killerwölfe! Okay, wo ist der andere Wolf? Wow, eine ganze Höhle! Incendio! Vigioso! Incendio! Alter, wir metzeln die Natur hier nieder. Incendio. Levioso. Revelio. So, hier gibt es jede Menge Köterfell. Brauchen wir für Tränke, deswegen ab in die Tasche. Aber hier scheint noch irgendwas zu sein. Was ist das hier? Okay, hier gibt es Kristalle noch, aber so an sich. Boah, jedes Mal, wenn man hier so ein Fell einsammelt, Revelio. Heult der Wolf. Da oben ist noch ein Beutel und ein Ballon. Lumos. Boah, das war so ein kleiner Ausflug, um anscheinend an Erz ranzukommen. Ich dachte erst, hier wäre vielleicht eine Höhle. Aber wie es scheint, habe ich hier nur ein bisschen Materialien tanken können. Naja, mitgenommen halt, ne? Ich frage mich, wie lange geht so eine Nacht? Ich habe noch gar kein Gespür für Tag- und Nachtzyklus. Und die nächste große Frage. Sieht man irgendwo eine Uhrzeit? Vielleicht auf der Karte? Nö. Okay, hier ist eine Höhle. Ach ja, wenn man schon mal hier ist, ne? So, wo ist die Höhle? Unten. What? Ich habe keine Ahnung, wie ich da rankomme. Aber hier sind wieder Wölfe. Straßenköter. Bam. Levioso. Ey, da fühlst du dich wie Zeus. Okay, ich weiß zwar nicht, wie man in die Höhle kommt, aber hier drüben ist auch noch irgendwas. Revelio. Eine Arzttasche. Tentakel?
Murtlab-Tentakeln sind eine seltene Zaubertrankzutat, die dafür bekannt ist, den Widerstand gegen bestimmte dunkle Zauber zu erhöhen. Außerdem haben sie Tentakel eine heilende Wirkung. Eine Überdosis kann jedoch lila Ohrhaare verursachen. Absolut verlockend. Denn wer hätte nicht gerne lila Ohrhaare, oder? Okay, was ist das denn hier? Schätze ohne Ende. Koboldfreund, ist das zufällig dein riesiges Schatzlager oder haben diese komischen Schnabeltiere das alles rangeschafft? Lumos! Irgendjemand ist hier wirklich ultimativ reich. So, da bin ich. Gute Neuigkeiten, Arm. Die Karren sind bald zurück. Ich bin sprachlos. Ich hatte schon jede Hoffnung verloren, mein Hab und Gut wiederzusehen. Renrocks Leute verhöhnten mich dafür, an das Gute in Zauberern zu glauben. Gut, dass sie sich irren. Meine Gegner wollten mir das Leben schwer machen. Ich bin froh, dass sie wohlauf sind. Oh, ich freue mich auf mein Hab und Gut, vor allem die Farben. Sie haben mich inspiriert. Ich pflege seit Jahren Umgang mit Hexen und Zauberern und wir haben uns stets blendend vertragen. Vielleicht wird mein nächstes Werk eine Hommage an alles Schöne zwischen uns. Gute Idee, Arn. Ich wünsche viel Erfolg dabei. Ich kann es kaum erwarten. Danke nochmal für all die Hilfe. Bitte, bitte, gerne, gerne. Was sind das wieder für merkwürdige Geräusche? Ein kleines Örtchen. Ja, ich habe was Neues bekommen. So, neue Handschuhe. Meine sind ja eh useless. Aber ich will die hier behalten. Was haben wir hier Neues? Alright. Was sehe ich aus wie so ein Sandmännchen, ne? So. Ein wenig uns verbessert. Und wir sind sogar Level 11. Und hier geht die Hauptstory weiter. Es tut so gut, dich zu sehen. Habe ich jetzt wieder so einen Soundbug? Das gibt's doch nicht. Wie schaffe ich sowas immer? Hallo, Nati. Wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Ich war dort und ich habe das mit Rookwood und Harlow in den drei Besen gesehen. Ich war besorgt um dich. Bei mir ist alles in Ordnung. Warum haben sie nach dir gesucht, wenn ich fragen darf? Sie wollen etwas, das Professor Fig und ich in Gringotts gefunden haben. Wann warst du denn bei Gringotts? Kurz vor unserer Ankunft in Hogwarts. Darum kam ich auch zu spät zur Einführungsfeier. Ein Portschlüssel brachte uns hin, nach dem Drachenangriff. Was in aller Welt? Da ist noch was. Und es ist etwas seltsam. Professor Fig sagt, ich habe eine seltene Verbindung zu einer mächtigen Form alter Magie. Aber was bedeutet das? Ich lerne noch, aber ich kann Spuren davon sehen und habe Magie gewirkt, die ich nicht erklären kann. Ich weiß, das ist eine Menge. Das stimmt. Und ich werde noch mehr Fragen haben. Im Moment steht fest, Rookwood und Harlow sind eine Bedrohung für uns beide. Für uns alle. Deshalb wollte ich mit dir sprechen. Alle reden nur noch darüber, wie du Hogsmeade bei dem Trollangriff verteidigt hast. Und ich werde nie vergessen, wie sich Serona in den drei Besen gegen Rookwood und Harlow behauptet hat. Ihr beide habt mich inspiriert, selbst Stellung zu beziehen. Wie meinst du das? Wegen Männern wie Rookwood und Harlow verließen meine Mutter und ich das Matabeleland. Ich sehe nicht einfach zu, wie sie mein neues Zuhause zerstören. Gut. Rookwood und Harlow sind ein gefährliches Duo. Außerdem ist Rookwood mit Ranrock im Bunde. Angeblich wurden sie zusammen in Hogsmeade gesehen. Noch ein Grund mehr, sie dringend zu stoppen. Es wird gemunkelt, dass Theophilus Harlow sich um Rookwoods Geschäfte kümmert. Ihn zu stürzen, würde Rookwoods gesamte Organisation lahmlegen. Mag sein. Aber sollte sich nicht Officer Singer um Harlow kümmern?
Ich habe sie gesprochen. Sie war nett, wollte aber selbstverständlich keine Details mit einer Schülerin besprechen. Ich habe gehört, wie einige von Rookwoods Leuten über eine von Harlow geplante Wildereiaktion sprachen. Das könnten wir doch genauer unter die Lupe nehmen. Vielleicht finden wir die Beweise, die Officer Singer braucht. Okay. Nur wie? Ich werde weiter meine Augen und Ohren offen halten und herausfinden, was genau Harlow vorhat. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Und denk immer daran, ich bin hier, wenn du mich brauchst. Danke, Natty. Okay, ich dachte, der Sei Bug auf der Hut. Würde weggehen, aber er tut es nicht. Ha. Mal eine Schnellreise machen? Zoom? Okay, geht nicht. Was geht hier vor sich? Geht nicht. Oh, da drüben ist irgendwie Stress, aber das Geräusch geht mir jetzt zu sehr auf die Nüsse. Dann probieren wir was anderes. Wartet. Also schnell, oder geht jetzt eine Schnellreise? Ja, jetzt geht eine, glaube ich. So, vielleicht ist es danach weg. Wir probieren es aus. Keine Ahnung. Ich schaff's immer wieder, so Soundbugs loszutriggern. Egal in welchem Spiel. Ich krieg's jedes Mal hin. Das ist ein Ort wie aus dem Märchen. Okay, ist weg. Ein Ort wie aus dem Märchen mit meinem Zauberoutfit und meiner Schlappmütze. Hilf der Fremden. Wer ist denn die Fremde? Was ist hier los? Sie müssen hier lang gekommen sein. Ich weiß nicht, wen ich gesehen haben soll. Ich war mit meiner Forschung beschäftigt. Ich habe keine Zeit für... Victor Rookwood schert sich kein Stück um Ihre Zeit. Oi, wenn man vom Teufel spricht. Mr. Rookwood würde sich gerne unterhalten. Von der Schule? Das kann doch nicht... Jetzt reicht's mir. Lasst sie in Ruhe. Stupor! Let's fans, huh? Was passiert hier? Was passiert hier? Gott, wir kriegen ja richtig auf die Fresse. Ich gucke zu, wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. Na, das will ich sehen. Im Bereich Sammlung in deinem Handbuch gibt es einen neuen Gegnertyp. Du kannst dort wertvolle Informationen über Gegner erfahren, wie zum Beispiel ihre Schwächen gegenüber bestimmten Zaubersprüchen. Komm her, du! Protego! Inzentrum! Mit euch gehe ich nirgendwo hin. Diese Schinden kommen nur über meine Leiche. Guck mal hier! Diese Tat wirst du... Das wirst du bereuen. Alter, ich habe ihn nun verwandelt. Wie cool ist das denn? Auf ein Kind losgehen! Rookwood kann mich selbst aufsuchen. Ich habe ihn einfach... Was ist gerade passiert? So wurde ich noch nie angegriffen. Und das so nah an Hogwarts. Ich habe ihn einfach in Hühnchen verwandelt. Haben Sie das gesehen, Nora? Hühnchen! Alles in Ordnung? Ja, vor allem auch dank Ihrer exzellenten Verteidigungskünste. Warum nur wollten zwei Erschwinderinnen mich erledigen, um an Sie zu gelangen? Erschwinderinnen. Victor Rookwoods Diebe und Erpresser, seine Handlanger. Sie schienen an ihnen interessiert zu sein. Das ist eine lange Geschichte, aber danke für die Hilfe. Nun, für den Moment sind sie los. Priya hat mich gewarnt, dass sie gefährlich werden. Dann sollte ich lieber weiter forschen, bevor sie wiederkommen. Sie erwähnten jemanden namens Priya. Ja, meine Frau. Sie weckte mein Interesse für Merlin, schenkte mir ein Buch, als wir noch in Hogwarts waren. Klassische Hufflepuff, geniale Trankmeisterin, hat einen Laden in der Nocturngasse. Sie ist eine reisende Händlerin, sie weiß immer, was im Hochland vor sich geht. Sie sind Forscherin? Nora Treadwell, zu ihren Diensten. Historikerin, Archäologin und Spezialistin für das Leben und Werk Merlins. Merlin? Aus der Legende von König Artus? Ja, genau der.
Merlin war Schüler in Hogwarts. Und ich untersuche seltsame Objekte, die er vor Jahrhunderten hinterlassen hat. Objekte? Diese rankenbedeckten Säulen, Dutzende von ihnen. Sie stehen überall. Ich nenne sie die Prüfungen Merlins. Ich vermute, er hat sie als Ablenkung für seine Kameraden in Slytherin erschaffen. Er war ein großer Liebhaber von Rätseln. Verständlich, dass Sie sich für Merlin interessieren. Ich wüsste gern mehr über die Prüfungen. Dann werde ich Ihnen ein Geheimnis verraten. Bisher weiß niemand genau, wie sie funktionieren. Aber ich glaube, ich habe einen wichtigen Hinweis entschlüsselt. Malvenkraut scheint mir eine wichtige Komponente zu sein, um die Prüfungen auszulösen. Malvenkraut? Ein vielseitiges Kraut. Merlin erwähnt es mehrfach in seinen Schriften. Ich wollte gerade meine Theorie ausprobieren, als ich so jäh unterbrochen wurde. Jede Wirbelmitte in Merlins Schrift ziert ein anderes Symbol. Das hat mich ins Grübeln gebracht. Was, wenn... Das Malvenkraut in der Mitte der Symbole platziert werden soll. Genau. Würden Sie mir die Ehre erweisen? Dann sehen wir, ob unsere Theorie hält, was sie verspricht. Ich habe eine Kiste mit Malvenkraut mitgebracht. Die ist dort drüben in meinem Zelt. Diese Truhe? Ja, greifen Sie zu, auch wenn Sie schon welche haben. Ich habe das Malvenkraut. Wunderbar. Jetzt sehen Sie sich die Ranken an den Säulen und den Steinwirbel auf dem Boden an. Jede Prüfung hat diese Merkmale. Setzen Sie das Malvenkraut auf den Wirbel, dann sehen wir, was passiert. Meine Güte! Haben Sie das gesehen? Die Ranken sind verschwunden. Was soll ich jetzt tun? Das ist Neuland. Ich frage mich, was es mit diesen Scheiterhaufen auf sich hat. Incendio! Bei Merlins Bart! Die Flammen senken den Scheiterhaufen. Bei Merlins Pohaaren. Was will ich alles rausfinden? Bei Merlins Stuhlgangprobe. Was ist jetzt los? Seltsam. Die Scheiterhaufen sind wieder wie am Anfang. Okay. Reihenfolge? Oder hat ein bisschen Zeit? Incendio! Wunderschön. Bei was Merlins Sonntagssocken. Ich fasse es kaum. Was ist das denn? Das können wir wohl als Erfolg bezeichnen. Das nehme ich wohl an. Allerdings habe ich jetzt noch mehr Fragen. Wie geht das nur? Zurück an die Notizen. Vielleicht habe ich etwas übersehen. Laufen hier eigentlich alle Prüfungen so? Nicht unbedingt, aber ich glaube, jeder hat diese markanten Ranken und einen Wirbel auf dem Boden. Lösen Sie sie so, wie sie Ihnen vor die Füße fallen. Ich glaube, ich habe alles, um mit meiner Forschung fortzufahren. Wahrscheinlich ist für jede Malvenkraut erforderlich, dass Sie in Hogsmeade finden, wenn Sie noch mehr benötigen. Ich muss jetzt wirklich los. Es war mir ein Vergnügen. Und seien Sie vorsichtig hier draußen. Jetzt, wo ich alles habe, kehre ich wieder zu meinen sicheren Notizen und Büchern zurück. Auftrag abgeschlossen. Okay, bei Merlins Sonntagssocken. Eine neue Mission. Aber was nu? Welche Mission machen wir jetzt? Werter Slytherin. Scrope weiß von dem alten Buch, das Sie für Professor Fig gefunden haben. Scrope kann Ihnen helfen. Und Sie helfen Scrope. Gehen Sie am Pendel vorbei in den Hof. Keine Sorge, Sie können es nicht verfehlen. Aber sagen Sie niemandem etwas. Vor allem nicht Professor Black. Oh, ein Geheimnis vor Professor Black? Verdächtig. Levioso! Okay, irgendjemand hat hier eine Truhe hingeworfen.
Kann ich einfach einen Schüler hochheben? Leider nicht. Wäre witzig gewesen. Lumos. Revelio. Brunnen der vier Tierwesen. Einige Schüler glauben, dass ein Wunsch, der am Brunnen der vier Tierwesen geäußert wird, egal ob man Testral, am Greif, an der Chimäre oder am Hippogreif, für jeden in Erfüllung geht, der das Vertrauen eines der vier Tierwesen gewonnen hat. Wenn ihr euch was aussuchen könnt. Hippogreif, Chimäre, was würdet ihr nehmen? Scorp weiß von dem Buch, das sie gefunden haben. Fehlt etwas daraus? Huh? Scorp glaubt, dass wir nicht in der Öffentlichkeit darüber sprechen sollten. Scorp hat hinter der Brücke beim Steinkreis eine weitere Notiz hinterlassen. Passen Sie auf sich auf und zu niemandem ein Wort. Scorp? Wer ist Scorp? 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 Okay, Scorp. Revelio. Okay, er hat noch eine Notiz irgendwo hinterlegt. Da. Akio. Ach so, deswegen sind die hier. Deswegen sind die hier. Fast da. Suchen Sie nach den Kürbissen gleich unter dem Steinkreis. In einem von ihnen werden Sie fündig. Vielleicht können Sie den anderen Scorp mit den gebrochenen Herzen helfen. Kürbisse? Ah, jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Ah, jetzt, ja. Aha. Ich habe so eine Ahnung in meiner Hose, wo ich hin muss. Ich habe einfach den ultimativen Look. Revelio. Levioso. Okay, hier. Wie kriege ich den kaputt? Incendio. Der ist unzerstörbar. Accio. Ah, okay, das geht. Die junge Schlange muss inzwischen unglaublich neugierig sein. Triff Scorp am Rand des Wassers bei den zerbrochenen Stegen. Ach komm runter schon. Zum Wasser. Der macht's unnötig kompliziert. Ich hoffe nur, das ist kein Trick. Das ist so tricksy, mein Freund. So verflucht tricksy Doodle. Never trust a Scorp. Ist doch so eine alte Binsenweisheit. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Scorp ist der Name. Scorp dient dem Schulleiter. Er dient seit Jahren der Familie Black. Verzeihen Sie die vielen Notizen. Scorp wollte sichergehen, dass Sie nicht verfolgt werden. Was hat es damit auf sich? Die Notizen erwähnen das Buch aus der verbotenen Abteilung. Scorp sagt Ihnen mehr, wenn Sie ihm helfen. Aber niemand, vor allem nicht der Schulleiter, darf es erfahren. Ich weiß nicht so recht. Ich möchte nicht, dass der Schulleiter sauer auf mich ist. Aber der Schulleiter wird nicht verärgert sein. Scorp will ihn nur überraschen. Scorp wird es erklären. Scorps verstorbene Herrin Apollonia Black, möge sie in Frieden ruhen, war vor über 50 Jahren Schülerin in Hogwarts. Vor ihrem Tod sprach sie leidenschaftlich von aus einem Buch gerissenen Seiten. Scorp vermutet, dass sie diese in ihre private Grotte brachte. Am Ende war die Arme im Delirium, verwechselte Holunder mit Tollkirschen. Scorp hat versucht, sie zu warnen. Tut mir wirklich leid. Aber was hast du davon, wenn ich die Seiten finde? Scorp glaubt, dass sich in der Grotte auch ein kostbarer Ring der Familie Black befindet. Scorp möchte ihn dem Schulleiter geben. Apollonia verbot Scorp vor langer Zeit, die Grotte zu betreten. Scorp hält sich nach wie vor an ihren Wunsch. Scorp würde es nicht wagen, einen Schüler um Hilfe zu bitten. Doch als Scorp erfuhr, dass sie diese Seiten suchen, dachte er, sie könnten vielleicht auch den Ring suchen. Wie hast du dich am Ohr verletzt? Bei den Blacks hat es Tradition, ihre Hauselfen zu köpfen, wenn ihre Dienste nicht mehr benötigt werden.
Einmal hatte die gute Apollonia eine berechtigte Wut auf Scrope und wurde etwas zu eifrig mit einem Beil. Scrope konnte das nette Mädchen von seinem Wert überzeugen und sieht diese kleine Verletzung nun als Erinnerung an ihr gutes Herz. Naja, ist das Herz so gut? Erzähl mir mehr von dem kostbaren Ring. Ihn ziert das Wappen der Familie Black. Der Schulleiter würde sich freuen, wenn Scrope ihn zurückholt. Woher wusstest du, dass ich ein Buch gefunden habe und dass Seiten fehlen? Scrope und die anderen Hauselfen sind gut darin, nicht gesehen zu werden. Scrope hört und sieht viele Dinge im Schloss. Scrope weiß, wie man Geheimnisse bewahrt. Das hilft uns wohl beiden. Ich mache es. Scrope ist erleichtert. Scrope hatte gehofft, dass der Slytherin-Neuzugang helfen würde. Bringen Sie diesen Toast zur Grotte unten an der Küste und stellen Sie ihn dort aufs Podest. Viel Glück. Okay, Scrope, kleiner Scrope. Viel Glück bei der Suche nach Ihren Seiten. Aha. Gut, wie es weitergeht in der nächsten Folge, die geht schon wieder lang genug. Ich kann nicht aufhören, dieses Spiel zu spielen. Bis zum nächsten Mal. Bewerten, kommentieren, kommentieren. Auf Wiedersehen und tschüss.